englische Woche Teil 3. Nach den Unentschieden gegen Wolfsburg und Darmstadt empfängt die TSG zum Abschluss den FC Schalke 04 in der Wirsol Rhein-Neckar Arena. Ein besonderes Spiel für beide. Die TSG ist neben Bayern, Köln und Leipzig noch ungeschlagen. Schalke hingegen reist mit 4 Niederlagen an. Wenn man die Spiele anschaut, dann waren sie jetzt nicht immer die schlechtere Mannschaft, sondern haben einfach auch in vielen Situationen, auch gegen Köln in der ersten Halbzeit, viel Pech gehabt im Abschluss. Immer wurde noch der Ball irgendwie geblockt. Und ich glaube, dass unsere Spieler auch die Spiele angeschaut haben und sich schon bewusst sind, dass da immer noch eine Top-Mannschaft kommt, auch wenn sie jetzt aktuell nicht so viele Punkte haben. Sie haben sehr, sehr gutes Tempo, extrem viele gute Fußballer. Auch die Neuzugänge haben die Mannschaft gut verstärkt. Und ich glaube, auch meiner Mannschaft ist es relativ egal, wie die aktuelle Situation ist. Sie wissen schon, was da vor unserer Brust steht. Eine vor der Saison neu zusammengestellte und mit Topspielern wie Naldo, Bentaleb oder Embolo gespickte Mannschaft, die den Negativtrend der vergangenen Wochen unbedingt stoppen will. Am Mittwoch verloren die Knappen ihr Heimspiel gegen Köln mit 1:3. Sehr spielstarke Mannschaft, die gute Spielanlage hat, die gute Individualisten hat, auch in der Offensive defensiv anfällig ist, auch in der Umschaltbewegung immer viele Tore erzielen, aber auch schon etliche bekommen haben. Und da müssen wir die Mannschaft sein, die kompakt verteidigt, die zu Null spielt, die keine Fehler macht, die das Glück auf unsere Seite zwingt und vorne ihre Qualität dann auch einsetzt. Er will dabei helfen, das zu verhindern. Ermin Bicakcic sorgte am Freitag mit seiner Vertragsunterschrift bis 2020 dafür, dass in der TSG-Defensive weiter eisern verteidigt wird, auch gegen Schalke. Wir dürfen uns nicht davon blenden oder irritieren lassen, dass die Schalker jetzt so einen Fehlstart hingelegt haben. Die werden da mit viel Qualität anreisen und wir müssen uns auf jeden Fall auf unsere Arbeit einfach konzentrieren auf dem Platz und dass wir es auch über die volle Spielzeit einfach auch durchziehen, fokussiert, konzentriert bleiben und richtig an die Sache rangehen. Julian Nagelsmann freut sich, dass er auch künftig auf den Bosnier zählen kann. Es war ein spezieller Wunsch auch von mir, dass Ermin unbedingt gehalten wird bei uns im Club. Hat eine bedeutende Rolle natürlich auf dem Feld, wie man jetzt hier die letzten Spiele gesehen hat, aber auch außerhalb vom Feld oder auch in der Kabine. Einfach ein sehr, sehr positiver Typ, der unglaublichen Siegeswillen mitbringt. Ein kleiner Krieger ist, der jedes Spiel gewinnen will und so auch unsere Mannschaft mitreißen kann. Qualitäten, die gerade gegen den FC Schalke unbedingt gefragt sind. Wie es ausgeht, sehen wir am Sonntag ab 15:30 Uhr.